Hallo Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und es mag für manche früh vorkommen, weil wir tatsächlich noch anderthalb Wochen in diesem Jahr haben, aber ich habe bereits meine Top 10 aus diesem Jahr für euch, denn tatsächlich glaube ich eher nicht, dass da nochmal ein absolutes Highlight dazukommen wird, selbst wenn es gibt den Lesemonat bzw. die Lesezusammenfassung dafür, dass ich dann auch darüber nochmal gaschen kann. Auf jeden Fall habe ich teilweise auch ein bisschen geschummelt. Weil ihr werdet es gleich bei dem ersten Punkt sehen. Ich habe es wie immer nicht in irgendeiner Reihenfolge. Ich habe es, wie es mir teilweise in den Kopf kam, wie ich über meinen Leseverlauf von diesem Jahr drüber gescrollt bin, aufgelistet und habe zumindest 10 Punkte, die aber eben teilweise auch so ein bisschen mehr als ein Band umfassen. Und einer dieser beiden Sachen möchte ich auch direkt damit beginnen. Ich habe die Locktomb-Reihe dieses Jahr nochmal gereadet und dann weitergelesen. Und ich merke immer mehr und finde das auch im Dialog mit den anderen heraus, mit denen ich die zusammenlese, dass ich diese Reihe einfach unfassbar liebe. Dass ich so fasziniert bin, was Tamsin Muir immer wieder schafft, mit ihren Figuren zu zeichnen. Was Tamsin Muir einfach in der Lage ist, popkulturelle Anspielungen mit reinzubringen, bei denen man nicht zwangsläufig irgendwie ein Special Interest haben muss, sondern halt wirklich, dass also zum Beispiel mit Annabelle Lee Poe-Anspielungen sind und dass man dann halt irgendwie direkt interpretieren kann, welche Bedeutung diese eine Figur hat oder dass wir Namen von der einen Gruppierung haben in dieser Welt, die Anspielungen auf Songtexte sind und wie sich das Ganze verbindet, immer wieder. Und wie am klarsten von der Handlung eigentlich noch Gideon ist. Und wir in den Folgebänden immer weiter über große Teile des Werkes an der Nase herumgeführt werden. Was eigentlich gerade Sache ist, wie es sein kann, dass die Geschehnisse aus dem Band davor gefühlt ausgehebelt werden. Das war vor allem in Harrow the Ninth ein großes Thema, dass ich da saß und mir dachte, hä, aber das ist doch alles ganz anders passiert in Gideon. Warum ist das so? Und ich dann aber sehr schnell gesagt habe, okay, wait a second, es ist Tamsin Muir. Ich lasse mich jetzt drauf ein. Ich vibe einfach mit der Geschichte. Ich surfe auf diesem Lesegenuss, den ich empfinden kann und habe dann so einen krass guten Payoff am Ende gehabt, dass ich wirklich richtig begeistert bin. Und auch bei Nona ist es einfach so, dass wir hier lange Zeit im Dunkeln gelassen werden, zwar Andeutungen haben und Vermutungen, wer hinter Nona stecken könnte, es aber am Ende wirklich nochmal so krasse Twists gibt. Und dass wir in Nona aber auch die, ich sag mal, gegnerische Partei von den NekromantInnen kennenlernen. Gegen wen der Gott, ich sage jetzt bewusst keinen Namen, eigentlich kämpft und wer ihm halt was Schlechtes will. Und dann, dass wir einfach sehen, okay, diese Gruppierung ist auch nicht eindeutig. Genauso wenig wie diese LiktorInnen im Deutschen schwarz oder weiß sind. Und das ist so krass, wie greifbar Tamsin Muir es einfach schafft, diese Figuren zu gestalten. Und vor allem finde ich es immer wieder cool, das mit diversen Personen zu besprechen, die ich sehr mag, mit denen ich mich super gerne austausche. Und einfach dann wir auch so Theorien austauschen können. Und dann zwischendrin noch mehr so dieses Gefühl von Mind Blown rauskommt. Ich habe zum Beispiel gerade bei Nona eine Theorie über Blood of Eden aufgestellt, wo die anderen beiden waren, krass, das hätte ich nicht gedacht, dass das vielleicht so sein könnte.
Und ja, ich finde es einfach super cool. Wir erfahren vor allem hier noch sehr viel über die Ursprungsgeschichte sozusagen, wie es dazu kam, dass die Welt in Gideon so ist, wie sie ist. Und ja, es hat einfach, diese ganze Reihe hat so einen fantastischen Payoff. Ich bin sehr gespannt, wann Electo the Ninth kommt. Es ist der vierte und abschließende Band dieser Reihe, die ursprünglich als Trilogie angelehnt war. Aber ich bin überhaupt nicht böse, dass es jetzt noch einen vierten Band geben wird. Und ich bin super gespannt. Ich lasse mich auf alles ein, was Tamsin Muir mir bietet. Und ich kann dann auch tatsächlich noch ein Jahr länger warten, weil ich mir denke, dieser Ideenreichtum ist so großartig. Nimm dir alle Zeit der Welt. Dann würde ich einfach mal mit einem Einzelband eher anfangen. Und zwar, tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich sehr wenige richtig krasse, mir im Gedächtnis gebliebene deutschsprachige Highlights hatte. Es gibt viele Bücher, die ich mochte, aber so richtig dieses, es hallt in mir nach, es beschäftigt mich, ich denke immer wieder mal darüber nach. Das hatte ich echt wenig. Und eins dieser Bücher ist aber Plastikefeu hält sich gut von Tristan Lanstad. Tristan habe ich auch auf der Buch Berlin dann getroffen. Ich hatte aber ja schon eine Unterschrift, von daher habe ich es dann nicht mitgenommen. Aber mich sehr gefreut, mich ein bisschen mit ihm auszutauschen und auch zu sagen, dass mir das Buch halt sehr gut gefallen hat. Weil wir haben hier eine Corona-Liebesgeschichte, die auch damit spielt, dass Queerness in all seinen Formen halt diese krassen Bedürfnisse haben kann. Und dass es unterschiedlichste Bedürfnisse einfach auch innerhalb dieser Gruppierungen gibt, dass Vorurteile aufgebrochen werden. Mir hat es ja auch super gefallen, dass wir ein paar Figuren hatten, die mehrgewichtiger sind. Eine ein bisschen mehr als eine andere, aber dass da auch Beziehungen untereinander entstanden sind, die sehr supportive sind. Dass wir, selbst wenn es Ex-PartnerInnen sind von der Hauptfigur, die Freundesgruppe bilden, dass wir da Leute haben, die ihm klar sagen, hey, das und das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever oder du solltest vielleicht das mal machen und trotzdem, egal welche Fehler sie machen, manchmal natürlich mit ein bisschen, jetzt genau das ist der Grund, warum wir nicht mehr zusammen sind, aber ich helfe dir und was kriege ich dafür im Gegenzug, weil sie einfach wissen, nicht, man muss den anderen dann unter Druck setzen, sondern halt, hey, ich weiß, du wirst mir das auch vergelten, dass ich mich jetzt vielleicht auch in eine etwas fragwürdige Situation oder in eine Überarbeitung, naja, so ganz so krass ist es nicht, aber in einen Mehraufwand stürze, der vielleicht gar nicht mal irgendwie zu einem Effekt führt. Aber trotzdem ist es halt einfach so dieses vierschichtige Freundschaftsgebilde. Und wie sich vor allem unser Personenschützer Kai mit der Person, die er schützen soll, einem Virologen nämlich Marian annähert und dann aber seine Prinzipien wieder reinspielen und wie das Ganze hier gelöst wird. Vor allem, dass wir nicht diesen klassischen Miscommunication-Trope haben, sondern dass hier wirklich sehr bewusst und liebevoll damit umgegangen wird, wie diese beiden eine eigentlich Machtgefälle-Beziehung haben, von der Arbeitsebene sich aber im Privaten so gut verstehen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Außerdem, gegen Ende gibt es auch noch ein bisschen explicit Content. Ich finde es aber cool, dass dann dabei auch so Sachen wie Lecktuch zum Beispiel aufgegriffen werden und dass wir halt einfach ganz normal eingebaut haben, Dinge, die immer mehr in der Vergangenheit zu Präsenz im Internet geführt haben, die neue Möglichkeiten bieten und dass das eben halt hier auch aufgegriffen wird. Und von daher ist es ein, ja, auch leicht erotisch, smutty Roman, der aber da nicht den Hauptfokus hat. Wir haben tatsächlich erst zum Ende hin ein bisschen. Schnacken.
Und bis dahin eine sehr spannende Geschichte, die nicht nur in der Beziehung zwischen den beiden Love Interests liegt, sondern halt auch in dem Kontext der Leute. Keiner ist einfach nur in einem Vakuum, sondern wir haben eine ganze Geschichte, ein Leben, eine Freundschafts- und Familienbeziehungen. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Kann ich euch empfehlen. Ich glaube, ich bringe es kurz hinter mich. Ich kann mich tatsächlich bei einem Punkt nicht ganz entscheiden, welches ich mehr mag. Als ich die Liste am Wochenende aufgestellt habe, war mir relativ klar, dass ich das eine eher nennen würde. Und dann habe ich gerade in meinem Bücherregal die Bücher rausgeholt und war so. Aber das andere? Ich zeige euch erstmal das, was ich definitiv aufgeschrieben hatte, weil ich gesagt hatte an dem Tag, das hat mir mehr gegeben. Und ich glaube, es ist aber, diese beiden Bücher rangieren auf einer sehr ähnlichen Ebene. Sie gehören auch zu einem Dreiergespann, was als Holy Sapphic Trifecta im englischsprachigen Raum so ein bisschen seine Runde gemacht hat. Und aufgeschrieben habe ich mir The Unbroken, weil ich es hier nochmal spannender fand, wie das Ganze auch mit Kolonialisierung, mit Rebellentum, mit welche Loyalitäten hat man und welchen kann man vertrauen und die Entwicklung der Figuren auch untereinander. Nichts ist hier klar, schwarz oder weiß und das ist bei vielen Büchern nicht, die ich einfach sehr liebe in letzter Zeit. Und dieser ganze Weltenbau ist einfach unfassbar spannend. Es ist hochpolitisch. Ebenso hochpolitisch, aber auf eine andere Art ist aber auch The Jasmine Throne von Tesha Suri. Hier haben wir auch viel mit auch ein Stück weit Kolonialisierung, wenn auch nicht so in diesem, ich sag jetzt mal, klassischen adaptiert von westliche Mächte kolonialisieren Länder, Volksgruppen, die wir auf dem afrikanischen Kontinent finden, sondern hier ist es wirklich noch mal mehr abstrahiert in ein Fantasy-Reich und trotzdem haben wir hier mit Eroberung, mit diesem Status einer fremdbeherrschten Gegend, deren Religion ausgerottet wurde und die Religion viel auch mit Magie zu tun hat und irgendwie so dieses gerade dieser Magieaspekt, was der bedeutet, wie der die Figuren geprägt hat und wie er sie im Laufe der Geschichte geprägt, ist etwas, was mich hier so begeistert. Plus, wir haben in beiden Geschichten eine extrem fantastische Slowburn-Geschichte, also Slowburn-Romance. Hier nochmal mehr auf die Gefühlsebene tatsächlich. Und hier mehr auf die Konflikte, welche durch die Position der Figuren entstehen. Und es ist einfach, es sind beides so fantastische Bücher, bei denen ich auch den zweiten Band schon gelesen habe und beide zweite Bände sehr liebe und wo ich kaum erwarten kann, dass der dritte Band dann jeweils erscheint. Sie sind, wenn ich mich das jetzt nicht falsch erinnere und wenn sich nicht was geändert hat in den letzten Tagen, beide nur namentlich, wenn überhaupt angekündigt. Und ja, es ist so ein bisschen, hier würde ich euch eher dazu raten, wenn ihr auch Vibes sehr, sehr mögt in euren Geschichten, zusätzlich zu den, also es ist sehr charakterzentriert mit einem guten Portion an Plot-Driven. Hier haben wir den Plot-Driven Account. Anteil ein bisschen mehr, aber die Figuren sind trotzdem fantastisch ausgearbeitet und plus das Konzept der Welt dann noch. Es sind beides Bücher, die ich euch nur ans Herz legen kann. Sie sind nicht übersetzt. Der dritte Part der Holy Sapphic Trifecta ist jetzt übersetzt worden. Ne? Wenn ich spontan. Shibu Became the Sun existiert jetzt auf Deutsch. Und hier fand ich auch vieles gut, aber es hat mich nicht ganz so begeistert wie halt The Unbroken und The Jasmine Throne. Von daher habe ich das jetzt nicht mit in meine Struggle aufgenommen. Aber das gibt's auf Deutsch. Gehe ich mal weiter mit dem allerersten Highlight dieses Jahres. Ich habe sogar hier
den Artprint, den es bei der Rainbow Crate dazu gab. Ich habe es nämlich über die Rainbow Crate bezogen. Ich hatte tatsächlich diese Novelle sowieso auf meiner Wunschliste. Und ich finde, was die Rainbow Crate hier draus gemacht hat, ist so schön. Wir haben hier die drei Hauptfiguren. Wir haben hinten ich sag mal, Andeutung von darüber, dass es eine Privatdetektivin ist. Und was ich auch sehr cool finde, ist, dass es ein Reverse Jacket ist, aber tatsächlich hauptsächlich die Farben halt noch mal anders gestaltet wurden. Auch das finde ich super cool. Und wenn ich es jetzt so angucke, würde ich tatsächlich tendieren, es vielleicht mal umzudrehen, aber irgendwie, ich mag das mehr. Andererseits, auch das Originalcover ist schon wunderschön und das ist auch schon ein Grund gewesen, warum ich gesagt hätte, ich würde mir das tatsächlich kaufen. Hier hat mich einfach auch die Diversität wieder begeistert. Wir haben eine Privatdetektivin, die ihre große Liebe gefunden hat, leider in der Zeit von 10 Jahren, die sie noch hat, bis ein Dämon, mit dem sie einen Deal eingegangen ist, ihr Leben fordert. Und als wir die Geschichte hier einsetzen haben, ist es so, dass nur noch wenige Tage verbleiben, bis eben diese Dämonin, mit der unsere Protagonistin den Deal abgeschlossen hat, die Seele zurückfordert. Und unsere Protagonistin ist halt schon so, okay, es ist total schwer, ich muss es irgendwie schaffen, mich zu verabschieden, ohne dass sie mich hassen wird im Nachhinein. Und wie mache ich das? Also da haben wir sehr viel schon Trauer, die im Vorfeld existiert, obwohl sie noch gar nicht nötig ist, sozusagen. Und sehr viel Feinfühligkeit. Plus, es ist dann aber so, dass die Dämonin nochmal einen zweiten Deal anbietet und sagt, hey, okay, ich biete dir jetzt nochmal was an, ich habe nämlich ein Problem. Es geht in der Stadt jemand um, der mir nicht so zusagt von dem, was geschieht. Ich glaube, es wird sogar als weißer Vampir oder so bezeichnet. Und als sie die Chance erhält, mehr Zeit mit ihrer großen Liebe zu bekommen, ist es so, dass sie halt darauf natürlich anspringt, aber schnell merkt, dass diese Serientötungen, dass da mehr dahinter steckt, als anfangs zu sein scheint. Wir haben hier auch noch eine super spannende Hintergrundgeschichte, die damit eingesetzt wird, dass die Eltern bei einem Autounfall, glaube ich, gestorben sind und nur sie und ihr Bruder überlebt haben. Und ihr Bruder aus Gründen sie aber, ja, also so, auch so ein schwieriges Verhältnis hat. Also er liebt seine Schwester, aber es gibt einen gewissen Aspekt in dieser magischen Gesellschaft, der ihn dazu bringt, dass er sich halt auch ein Stück weit fernhalten muss, obwohl er ihr dann immer mal wieder unter die Arme greift. Vor allem, wenn es an Tatorten ist, wo sie als Privatdetektivin einfach halt auftaucht. Und ich finde, dieses ganze Konzept, wie sich das verbindet, hat mir so gut gefallen. Und es ist tatsächlich so, dass ich echt Bock habe, das Buch nochmal zu lesen und auch überhaupt kein Problem hätte, wenn C.L. Polk hier nochmal was in der Welt schreibt, weil I'm here for it. Let's go! Dann würde ich mal wieder was Längeres, was ich erst tatsächlich auch kürzlich gelesen habe, vorstellen, und zwar Die Sonne so strahlend und schwarz von Chantal Fleur Saint-Jean. Wir haben hier den Gewinnertitel des Deutschen Jugendliteraturpreises 2023 und er wäre beinahe an mir vorbeigegangen, wenn nicht eine befreundete Autorinnenperson mir oder generell in meinem Discord die Empfehlung ausgesprochen hätte, weil das Buch Day einfach überzeugt hat. Und dann habe ich es mir aus der Bibliothek ausgeliehen und mir gedacht, ja, okay, es ist auch richtig cool, ein Roman in Versform. Und ja, ich bin
reingegangen und habe mich sofort verliebt in die Sprache, in die Kunstfertigkeit, wie hier die Reime aufgebaut werden, wie zwischen den Zeilen einfach auch diese ganze Diversität strotzt. Wir haben Themen wie häusliche Gewalt, Schwarzsein, Rassismus, Nonbinarität, erste Liebe, Verletzungen, Flucht aus Familienstrukturen, die eben häusliche Gewalt beinhalten, ne? Aber halt auch so dieses Wiederfinden von einem Safe Space und dieses Aufbauen eines Lebens nach schrecklichen Traumata und zusätzlich dazu einfach diese fantastischen Bilder, die hier gezeichnet werden, ne? Diese für mich total nachvollziehbaren Struggle auch von einem Dasein als Jugendliche, wo manchmal schon kleine Elemente irgendwie für einen großen Einsturz sorgen können. Und ich habe es manchmal so, dass ich Jugendliche total überzogen finde in Büchern. Das neigt oft bei Young Adult Fantasy Science Fiction Romanen dazu. Ist aber so, dass ich dann mich halt oft nicht damit relaten kann, wie diese Figuren denken. Und hier habe ich es tatsächlich geschafft, weil ich diesen Schmerz an so vielen Stellen nachvollziehen konnte, weil ich diese Vorsicht, diese Sorge darum, was passieren könnte und wie das die Figur geprägt hat, hat mit mir resoniert. Plus, dass ich dann halt noch die Horizonterweiterung hatte, weil hier noch andere Marginalisierungen reinspielen. Und ja, es ist einfach ein wunderbares Buch, das zwischendurch auch noch einen politischen Aspekt von Polizeigewalt aufnimmt. Und ich bin einfach so begeistert. Also ich liebe es über alle Maßen und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist so ein fantastisches Buch. Dann nehme ich mal die einzige Anthologie in die Hand, die mich dieses Jahr wirklich so krass überzeugt hat, dass sie in meiner Top-10-Liste auftauchen kann oder überhaupt dafür in Betracht gezogen wurde. Es ist Rebuilding Tomorrow, herausgegeben von Zanat Dolichva. Und hier ist es ja so, dass wir dass die Prämisse haben, die Welt ist untergegangen, okay, Zivilisation existiert so nicht mehr. Wir bauen uns jetzt was Neues auf, so wie wir es brauchen. Und das Allerschönste an dieser Anthologie ist meiner Meinung nach, dass wir das halt nicht aus der Perspektive von den Starken haben, die gesellschaftlich gesagt werden, jo, ihr überlebt, sondern halt aus denen, die bisher immer untergegangen sind, die übersehen wurden, ne? Gerade behinderte Menschen, sei es durch Neurodivergenzen oder körperliche Einschränkungen, Menschen mit Mental Health Problemen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen trotzdem überlebt haben und hier auch nicht sozusagen eine gemeinsame Prämisse existiert, warum die Welt untergegangen ist, sondern jede AutorInnenperson sich da was ausgedacht hat und halt das auch mit reingebracht hat in das, wie wirkt sich das, wie die Zivilisation untergegangen ist, halt auch darauf auf, wie wir sie wieder aufbauen. Aber halt auf die Bedürfnisse von mehr als nur neurotypischen Menschen, mehr als nur able-bodied, weißen, privilegierten Menschen. Und das ist eine Anthologie, die gefällt mir so gut und ich hatte sehr viel Freude daran, diese Geschichten zu entdecken. Es gab eine, glaube ich, die ich ein bisschen schwächer fand, aber ansonsten hat mir jede richtig gut gefallen. Ja, ich mache damit weiter. Ein Buch, das ich auch erst vor kurzem gelesen habe, was mich aber total überzeugt hat. Ich habe von dem Autoren das Debüt Anfang des Jahres gelesen und als der zweite Band des Autoren, was unabhängig ist vom Debüt, angekündigt wurde, war mir sofort klar, das werde ich mir kaufen, das werde ich sehr schnell lesen und ich habe es tatsächlich geschafft. Es ist The Spirit Bears Its Teeth von Andrew Joseph White.
Und was mir hier so gut gefallen hat, ist, dass wir einfach eine Gesellschaft haben, die in dem Zeitkontext, ich glaube, 20. Jahrhundert, nee, 19. Jahrhundert, spätes 19. Jahrhundert, sehr realistisch ist, dass es eine Organisation gibt, die aus Männern hauptsächlich besteht, die einen Anspruch darauf erheben, dass nur sie mit der Magie dieser Welt, nämlich hinter den Schleier der Welten und ins Jenseits gucken zu können, umgehen können, weil Frauen sind ja zu schwächlich dafür. Wir haben eine autistische Transmask-Person, die als Frau halt von der Gesellschaft wahrgenommen wird und aber genau weiß, ich bin ein Junge. Von dem großen Bruder wird er auch unterstützt. Er bekommt Männerkleidung zwischendurch mal. Er wird von seinem großen Bruder ausgebildet in medizinischem Wissen. Und hier gibt es auch Medical Horror. Achtet darauf, dass ihr das abkönnt, wenn ihr das lest. Und alles das verbindet sich zu einer sehr spannenden Figur, die in diesen Kampf gezogen wird zwischen Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung und die halt immer wieder dagegen kämpft, so wahrgenommen zu werden, wie sie wahrgenommen wird, dass Silas immer wieder dafür kämpft, dass er halt auch nicht irgendwie zu sehr benachteiligt wird, dass er sich seine Kämpfe auch in Momenten sucht, in denen es wichtig ist, sich nicht zu verausgaben, dass er aber auch im Laufe der Geschichte Personen trifft, bei denen er sagt, du bist wie ich. Ich bin gerade so erleichtert, ich fühle mich nicht mehr allein. Und dieses Gefühl ist so gut. Und plus, ich habe beim ersten Band noch kritisiert, dass so dieser ganze Informationsaufbau ein bisschen durcheinander war und man so ein bisschen das Gefühl hatte, so in der ersten Hälfte des Buches, ich brauche Informationen, die ich aber erst in der zweiten Hälfte bekomme. Und dann wurde es aber so ein bisschen gemacht wie, okay, wir wissen ja, dass das so ist. Und ich so, nein, ich weiß es noch nicht. Hier gab es diese Probleme. Null. Es ist richtig gut aufgebaut. Es ist ein so krass gutes Jugendhorrorbuch, wie ich es mir wünsche, wie ich es mir mehr wünsche. Und ich muss irgendwann mal ein Empfehlungsvideo machen über Horrorliteratur, die halt Jugendbuchhorror ist und die tatsächlich mehr das aufgreift, was ich in Horrorbüchern möchte, als Erwachsenenhorror oft. Dann habe ich hier noch The Bruising of Quiver von Nassim Jamnia. Ich habe auch hier die Rainbow Crate Version, weil es eins der ersten Bücher war, die als Indie-Titel mit reingenommen wurden, mit der Sonderausstattung. Und ich finde es wunderschön, auch wie dieses Buch aussieht. Darum soll es aber nicht gehen. Die Geschichte ist wirklich das, was mich überzeugt hat. Wir haben hier eine Geschichte um Flucht und Migration und Vorurteilen gegenüber den Menschen, die fliehen müssen aus ihrer Heimat, aus Kriegsgründen, aber auch aus Krankheitsgründen. Und dass das Land, das diese aufnimmt, sie halt trotzdem auch sehr schlecht behandelt. Und diese Vorurteile hat, dass eine Krankheit, die in der Stadt ausbricht, ja definitiv von denen kommen muss. Es ist also diese ganze Flüchtlingsproblematik, die wir in der realen Welt haben, wird hier aufgegriffen und in einem fantastischen Setting mit eingeflochten. Und es ist so kunstvoll gemacht. Plus, wir haben dann Charaktere, gerade unsere Hauptfigur Firus. Firus ist trans. Und wir erleben auch, wie Familienmitglieder auch mit ihren Körpermerkmalen strugglen und wie Firus damit umgeht und wie Firus sagt, hey, okay, ich werde eine Lösung finden, dass auch du nicht diesen Kampf
noch lange durchmachen musst. Und diese Gewalt, dieses Misstrauen von außen und dieser unglaubliche Wunsch von Firus, innerhalb der Familie nicht dieses Misstrauen auch wachsen zu lassen und füreinander da zu sein, gleichzeitig aber auch irgendwie dieses hehre Ziel zu haben, als jemand, der medizinisches Wissen beherrscht, den Leuten zu helfen vor Ort und vielleicht auch zu zeigen, hey, wir Geflüchteten sind nicht diejenigen, die euch irgendwie das Leben schlecht machen, sondern wir helfen, wir also dieser verzweifelte Versuch zu zeigen, nicht, hey, ich bin einer von den guten Flüchtlingen und mich könnt ihr respektieren, sondern ich kämpfe hier für alle. Und es gibt verschiedene Arten von Magie und Firus hat die, die verheimlicht werden muss, weil die Blutmagie als was Schlechtes gezeigt wird. Die Blutmagie hat aber halt auch dafür gesorgt, dass Firus den Körper haben kann, der gewünscht ist. Und das Problem ist aber, Firus konnte nicht zu Ende ausgebildet werden, bis er mit der Familie fliehen musste. Und so ist es halt, dass der kleine Bruder einfach so ein bisschen, ja, aber du hast das doch schon gemacht und du musst doch wissen, wie das funktioniert. Und Firus nur dasteht so, ja, aber ich habe es nicht gelernt. Dieser Aspekt kommt als letztes. Und ich versuche aus dem Wissen, was ich habe, zusammenzustücken, wie ich dir helfen kann. Aber bitte hab Geduld mit mir und dass diese Geduld manchmal einfach zwar gerechtfertigt ist als Wunsch, aber halt nicht ausreicht. Und ja, hier ist einfach so viel auch drin, was mir einfach sehr gut gefallen hat. Und auch das ist ein Buch, was ich definitiv noch mal lesen werde. Und ja, es ist einfach toll. Und es sieht auch innen toll aus. Also ja, so. Ach. Aber das macht das Buch. Also auch ohne diese Illustration wäre das Buch super besonders. Und ich will jetzt nicht Diskussionen ausmachen darum, ja, Farbschnitte oder Special Editions, sind sie überhaupt nötig? Wie oberflächlich wird unsere Buchkultur dadurch? Es ist ein Thema, das wichtig ist und wo ich auch überlege, ob ich da noch zwei, drei Worte drüber verliere. Aber es ist gerade bei dem Buch für mich eine Chance gewesen, überhaupt ein gedrucktes Exemplar zu bekommen, weil ich glaube, damals gab es nur das E-Book. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch das Paperback. Aber es ist für mich einfach so ein Fall von, ich wusste, ich will dieses Buch. Und ich hatte so diese Ahnung, dass ich es nicht nur als E-Book möchte und war dadurch so glücklich, dass es eben für mich gedruckt hier da ist und es ist wunderschön. Das ist ein Bonus. Und als letztes möchte ich dann tatsächlich noch mal über ein deutschsprachiges Buch sprechen. Ich habe darüber auch eine Indie-Perle gemacht und es tut mir leid, wenn ich dich jetzt schon wieder zum Weinen bringe, weil ich nur tolle Worte dafür habe. Aber Eva, ich muss deine Alchemie des Träumens hier zeigen. Ja, es ist von Eva Moore. Eva Moore ist eine ganz fantastische Person, die wunderbare Geschichten schreibt. Und das ist der Debütroman, der sehr dick geworden ist und der Anfang einer Reihe ist, aber auch sehr gut allein abgeschlossen gelesen werden kann. Es gibt Fragen, bei denen offensichtlich ist, die werden in den nächsten Bänden behandelt. Aber es ist so, dass man diese Geschichte auch eigenständig lesen kann. Ich kann euch aber versichern, höchstwahrscheinlich wollt ihr es nicht, weil es so gut ist. Hier sind auch so viele Themen behandelt, die wichtig sind, die für Schwingungen zwischen den Zeilen sorgen, die einen zum Nachdenken anregen. Und was ich hier so schön finde, ist, dass wir eine Freundschaft haben zwischen zwei Frauen, die zu mehr werden könnte, aber aufgrund der Erfahrungen nicht aus. Also
da ist so viel Misstrauen zwischen den beiden. Und beide merken aber, okay, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann dir vertrauen, aber ich habe Erfahrungen gemacht, die mich davon abhalten. Auch Erfahrungen mit dir und aber auch Erfahrungen, die mich so stark traumatisiert haben, dass ich gerade überhaupt nicht in der Lage bin, über sowas nachzudenken. Und ja, wir haben hier auch eine echt lange Liste an Content Notes. Und das ist einfach wichtig, weil hier ist auch sowas wie Menschenexperimente dabei. Wir haben Moira als kaltschnäuzige Reporterin, die in eine Lage gerät, in einem Bluthaus gefangen zu sein, in dem sie von Vampiren regelmäßig ausgesaugt wird und dadurch halt stark traumatisiert wird. Ihr Bewusstsein für Zeit, ihr Bewusstsein für sich selbst verliert, die dadurch gebrochen werden sollte und es auch fast geschafft wurde, bevor sie gerettet wird. Und aber in die missliche Lage kommt, zwar von den Vampiren, die sie hasst, also speziell dem einen, der sie in die Lage gebracht hat, in eine Situation mit Dämonen zu kommen und DämonInnen auch kein gutes Standbein haben in dieser Gesellschaft. Und Moira dann aber auch im Laufe der Geschichte lernt, dass was alles davon Vorurteil ist, was vielleicht halt auch ein gezielter Versuch von Genozid ist und warum sich gewisse Dinge halt nicht mehr mit einer modernen, progressiven Denkweise vereinbaren lassen. Ne? Und ja, gerade auch das Setting New York 1948, ich finde, es ist nicht total ausgebaut, aber ich habe das Gefühl gehabt, in ungefähr dieser Zeit New York zu erleben. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ach ja, und all diese, jetzt muss ich mal gucken, knapp 600 Seiten, nee, ein bisschen mehr als 600 Seiten tatsächlich, haben mir so fantastische Lesestunden bereitet. Mein Herz hat, also ich habe mit den Figuren gelacht, ich habe mit den Figuren gelitten, ich habe wirklich bei manchen Wendungen einfach saß ich geschockt da und wie dadurch nochmal eine neue Ebene reingekommen ist. Und was es bedeutet einfach für die Figuren, die wir vor uns haben. Und ja, ich denke echt heute immer noch regelmäßig an diese Figuren und erfreue mich daran, an diesen Gedanken vor allem, dass der zweite Band gerade geschrieben wird. Und ja. Ja, ich finde, das ist ein würdiger Abschluss für das Video. Dieses Video ist jetzt dann auch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe aber, das ist für euch okay, weil ich habe diesmal tatsächlich ein bisschen so das gemacht, dass ich einfach die Aspekte hervorgehoben habe, weshalb das Buch für mich ein Highlight ist. Ich verlinke euch wie immer unten in der Infobox alle Bücher. Da könnt ihr dann natürlich nochmal über die Inhaltsangaben lesen. Und jetzt gerade bei sowas wie der Alchemie des Träumens verlinke ich euch auch meine Indie-Perle, weil ich auch da nochmal ein paar Dinge besprochen habe. Und ja, ich merke, ich bin sehr zufrieden mit dieser Liste. Ich kann damit gut leben und wünsche euch, dass ihr auch ganz viele fantastische Bücher dieses Jahr gelesen habt, die euch im Gedächtnis bleiben können, die euch vielleicht auch den Horizont ein bisschen erweitert haben. Schreibt mir gerne ein paar Titel in die Kommentare. Ich freue mich darauf, mich mit euch auszutauschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin behaltet den Regenbogen im Herzen und die Toleranz im Kopf. Tschüss.